In diesem Krieg gibt es nicht Gut und Böse, aber es gibt Täter und Opfer. Wir haben es mit einer anderen Realität und anderen Herausforderungen zu tun. Im Prinzip ja, schon seit vielen Jahren. Aber wir haben doch sehr lange es beschönigt und weggeschaut. Nur mittlerweile, glaube ich, versteht die deutsche Öffentlichkeit etwas besser zwischen Propaganda, Desinformation und Realitäten und Fakten zu unterscheiden. Man kann sich nicht an Krieg gewöhnen. Herzlich willkommen zum Fernsehsalon der Deutschen Kinemathek. Wir eröffnen jetzt die Wintersaison und freuen uns sehr, dass wir als vierten Gast unserer Reihe die Kriegs- und Krisenreporterin Katrin Eigendorf zu Gast haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben zu kommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Als wir im März unsere erste Saison aufgehört haben, da war Dunja Hayali zu Gast und wir haben noch die Tage im Ukraine-Krieg gezählt. Es war der 33. Tag. Heute ist es der Tag 254. Ist das eigentlich die richtige Überlegung, die Tage so zu zählen? Oder die Ukrainer sagen ja eigentlich, sie sind seit 8 Jahren im Krieg. Wie sehen Sie das? Ja, das ist eine ganz interessante Wahrnehmung, dass wir, das habe ich eigentlich noch nie bei einem Konflikt oder Krieg erlebt, dass man die Tage gezählt hat. Und das zeigt ja auch ein bisschen, sagen wir mal, die Erwartung, die dahinter steht, dass man dachte, das wird eigentlich ein kurzer Krieg. Das haben ja alle gedacht. Das war so ein Wort aus dem letzten Jahrhundert. Ja. Genau, ein Blitzkrieg. Das war die Erwartung der russischen Seite, aber auch unsere Erwartung war ja nicht, dass dieser Krieg sich über Monate zieht. Also zumindest meine Erwartung war es nicht. Sie haben ja in Ihrem Buch Putins Krieg, das mit im Sommer erschienen ist, auch sehr ausführlich beschrieben, wie Sie in diesen Krieg hineingelaufen sind, buchstäblich mit Ihrem Rollkoffer über die Grenze gegangen sind. Sie waren vorher in Afghanistan und haben da etwas gemacht, was ja auch sehr wichtig ist eigentlich für Journalisten, dass man nochmal nachguckt. Sie waren ein Jahr nachdem die Amerikaner und damit auch die Deutschen aus Afghanistan abgezogen sind da und haben da eine Reportage gemacht. Und wenn ich es richtig weiß, hat das ZDF sie dann am 20. abberufen und hat gesagt, am 20. Februar, wir brauchen dich in der Ukraine. Hätten Sie bei der Einreise gedacht, dass es so kommt, wie es kommt, oder haben Sie da auch noch an diesen Blitzkrieg geglaubt, also an dieses, das ist jetzt ein Einsatz und ich gehe danach dann wieder zurück oder so? Oder war Ihnen klar, dass damit alles, was mit Afghanistan zu tun hat, erstmal vorbei ist? Das war mir schon klar, dass damit alles, was mit Afghanistan zu tun hat, für mich erstmal vorbei ist, weil die Situation hat sich ja im Prinzip wie ein Countdown entwickelt und die Amerikaner haben ja am 18. Februar schon ziemlich klar gemacht, dass sie davon ausgehen, dass es einen Krieg geben wird. Damals haben noch einige spekuliert, dass man damit vielleicht Putin klar machen will, wir sind auf einen Krieg vorbereitet, das kommt für uns nicht als Schock. Aber dass die Amerikaner tatsächlich über dieses Wissen verfügten, und das wissen wir ja heute, dass ein Krieg geplant ist, das hat auch mich überrascht. Aber dass es eine Eskalation geben würde, das war mir klar, nur nicht in dieser Form. Also als ich dann in die Ukraine gereist bin, das ging dann noch so ein bisschen hin und her. Und ich muss sagen, ich habe es dann auch bereut, dass ich eigentlich erst am 23. Nach Kiew gereist bin. Weil normalerweise fliege ich auch immer mit meinem Team oder zumindest mit irgendjemandem aus dem Team. Und so war ich dann da alleine unterwegs, was eigentlich relativ selten vorkommt. Und ohne warme Klamotten, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau, also ich hatte schon warme Klamotten, aber nicht so warme Klamotten, weil es wurde dann wirklich ganz, ganz, ganz bitter kalt in der Ukraine. Davon wurde auch ich dann überrascht, dass es so bitter kalt wurde. Aber am schlimmsten war natürlich die Situation. Also ich erinnere mich noch, ich bin da am 23. Nach Frankfurt zum Flughafen gefahren. Ich hatte einen Flug, die Lufthansa flog ja schon nicht mehr Kiew an. Ich hatte einen Flug mit der polnischen Airline gebucht über Warschau und stehe dann am Schalter und dann sagt mir der Schalterbeamte, ja, also bis Warschau geht's, aber bis Kiew, das nimmt er nicht an. Und dann habe ich gesagt, wieso nimmt er das jetzt nicht an? Ja, und hat er gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann haben wir nachgeforscht und dann war klar, also der Luftraum Kiew wird auch nicht mehr angeflogen.
Und dann hat die Produktion des ZDF, also wir haben da wirklich super Mitarbeiter versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Und ja, wir haben uns dann entschlossen, dass ich nach Krakau fliege und dann eben auf dem Landweg in die Ukraine reingehe. Ich stand dann da an der polnisch-ukrainischen Grenze mitten in der Nacht. Ich hatte zwei Koffer, ich hatte einen Rucksack mit meiner schusssicheren Weste, dem Helm, plus noch einen Rucksack mit Computer und so weiter und musste das dann alles da alleine mitten in der Nacht rübertragen und gleichzeitig noch gucken, wo geht's eigentlich hin. Also da habe ich dann schon gedacht, Es hat ja Berichte gegeben, auch kritische Berichte, dass ARD und ZDF zu spät auf diesen Konflikt eingestiegen sind. Also ich denke nicht, dass wir zu spät auf diesen Konflikt eingestiegen sind. Wir haben im Vorfeld des Krieges sehr, sehr ausführliche Berichterstattung gemacht. Die habe nicht ich gemacht, sondern hat eine Kollegin aus dem Reporterpool auch gemacht. Und wir haben das schon sehr eng begleitet. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir in dem Moment, als wir eingereist sind, als der Krieg begann am 24. Februar, das Team aus Kiew rausgegangen ist und das ZDF dann nicht mehr wollte, dass wir nach Kiew zurückkehren. Und die ARD hatte ja eine ähnliche Situation. Ja. Also meine Kollegin Ina Ruck war ja in Kiew und hat Kiew dann verlassen, weil einfach die Situation so brenzlig und undurchschaubar war. Aber wir hätten dann zurückgehen sollen. Also ich halte das für einen Fehler, dass wir die Berichterstattung nicht von dem Ort gemacht haben, wo wirklich die Welt hingeschaut hat und wo im Prinzip der Konflikt spielte, nämlich in der ukrainischen Hauptstadt. Das war eine Situation, die Russen haben mehrfach versucht, den ukrainischen Präsidenten zu ermorden. Man hat damit gerechnet, dass Kiew auch eingenommen wird. Und da muss ich sagen, das kann nicht sein, dass ARD und ZDF dann nicht vor Ort sind. Die BBC, CNN, alle internationalen Sender da sind und auch eben Kollegen anderer deutschen Medien da waren. Also ich glaube, da müssen wir einfach auch nochmal selbstkritisch drauf blicken, wo gehen wir hin und ja, wie ist gehen wir... Ist das Fürsorgepflicht gewesen? Ja, das ist auf jeden Fall Fürsorgepflicht gewesen. Also das ist natürlich aus der Sorge gewesen... Um Sie. Um unser Team, ja, also ich arbeite ja nicht, ich bin ja kein Einzelkämpfer, ich habe ja ein Team und wir arbeiten im Team zusammen. Also es ist natürlich aus der Sorge um das Team gewesen. Das ist immer der Beweggrund, wenn man dann entscheidet, so etwas nicht zu machen. Wir waren ja auch im August nicht in Kabul, als die Taliban die Macht übernommen haben, aus ähnlichen Gründen. Aber ich denke, man muss sich dann einfach nochmal darüber auseinandersetzen. Und mein Appell wäre, dass man einfach auch nochmal guckt, was denkt denn das Team? Weil in meinem Team war absoluter Konsens darüber, dass wir nach Kiew zurückgehen. Also, und ich arbeite mit sehr erfahrenen Kollegen zusammen, die alle teilweise schon 20, 30 Jahre Kriegsberichterstattung machen und wissen, also wir sind jetzt keine Berufsanfänger. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man einfach unserer Einschätzung ein bisschen mehr vertraut. Da kommen wir gleich noch drauf. Also wir haben Sie ja auch gebeten, Ihre Sicherheitsausrüstung mitzubringen. Und ich kann schon sagen, der Koffer alleine würde mir schon reichen beim Reisen. Das ist alles irgendwie schwer und beschwerlich. Aber wir kommen auf das Thema Gefahr nochmal zurück. Ich möchte nur trotzdem erst noch mal am Anfang. Wir haben so eine kleine Tradition schon gebildet, dass wir immer Menschen aus dem engeren Umfeld unserer Gäste bitten, den Gast vorzustellen. Dann habe ich nicht so viel Arbeit und es ist ein bisschen persönlicher. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir... Ina Ruck, die Sie gerade schon erwähnt haben, Ihre Kollegin, also die Leiterin des Studio Moskau für die ARD und eine gute Freundin, wie ich aus Ihrem Buch weiß und jetzt auch von Ina Ruck weiß, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns eine kleine Grußbotschaft zu schicken. Das ist ihr Monitor. Liebe Katrin, als die Anfrage kam für dieses Video, war mir sofort klar, eigentlich müssten wir hier jetzt zu fünft stehen und du weißt genau, wen ich meine, aber das verraten wir jetzt mal nicht. Nur so viel, vor etwas mehr als 25 Jahren haben sich hier in Moskau 6 junge Frauen kennengelernt, die alle damals hier arbeiteten und damals jung waren. Wir wurden Freundinnen, wir halten bis heute zusammen wie Pech und Schwefel. Und im Moment sind wir alle wahnsinnig stolz auf dich, weil du die mutigste von uns allen bist, die entschlossenste und wir sind wahnsinnig stolz. Dass wir beiden mal über einen Krieg berichten würden, hätten wir uns damals auch nicht denken können. Und dann auch vor allem über einen Krieg, den unser Russland gegen unsere Ukraine führt. Wir kennen ja beide Länder sehr gut. Aber so ist es. Wir sind beide Berichterstatterinnen in diesem Krieg. Du bist mittendrin in der Ukraine. Ich bin hier in Russland und
Berichte über einen Krieg, den man hier nicht mal Krieg nennen darf, sondern Spezialoperation. Und du in der Ukraine siehst genau, welcher Zynismus in diesem Wort eigentlich steckt. Ich soll dich aber jetzt auch noch beschreiben in diesem kurzen Video. Und da reichen wenige Worte, für die du ganz genau stehst, nämlich du bist mutig, das habe ich schon gesagt. Du bist unglaublich herzlich, du bist emotional, du bist sehr laut. Wenn du in einen Raum kommst, bist du da und alle wissen, dass du da bist. Du bist eine super Journalistin und du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, das ist ein kleines Geheimnis jetzt, den ich kenne, der mitten in einem Gespräch, das total angeregt ist, einen nickt, 10 Minuten pennt, nach 10 Minuten wieder wach wird und ganz normal weiter diskutiert. Katrin, wir sehen uns ja bald in unserer alten Freundinnenrunde, ganz bald sogar schon. Ich freue mich total darauf und wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Tschüss. Wow. Ja, ich habe natürlich jetzt ein bisschen Angst, dass sie zwischendurch einnicken. Ich würde sie dann decken. aber ich habe mich natürlich vor allem, den Ehrgeiz hatte ich dann schon jetzt rauszukriegen, wer sind die anderen 5, also beziehungsweise die anderen 4. Wir wissen ja schon, Ina Ruck ist dabei. Sie hat mir dann auch noch geschrieben, die meisten werden sie kennen. Sie sind ja 1993 nach Moskau gegangen mit ihrem Mann zusammen und haben dann für RTL die Korrespondenz in Moskau gemacht und sind dann bis 99 da auch als Korrespondentin geblieben und dann Reporterin beim ZDF geworden. Also sie haben da eine lange Zeit verbracht. Ich habe mich jetzt gefragt, Anne Gelinek könnte das sein, Sonja Migisch könnte das sein, Martina Koch, helfen Sie mir, wer die anderen sind oder ist es wirklich geheim? Ich weiß gar nicht, ob es geheim ist. Also Anne Gelinek gehört auf jeden Fall dazu, die anderen beiden nicht. Sie waren noch ganz jung dann. Wir waren sehr jung. Wir waren alle zu dieser Zeit in Moskau und haben uns da kennengelernt. Es gab eine Menge junger Frauen auch, die erstaunlicherweise, Sonja Migisch zum Beispiel auch, die damals in Moskau Korrespondentinnen waren. Aber wir 6, wir haben uns irgendwie gefunden. Und wir können über, Zellulitis und Haarsträhnchen genauso diskutieren wie über globale Politik. Wir können viel Spaß miteinander haben. Wir haben einfach einen langen Weg miteinander zurückgelegt. Das ist toll. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall toll. Also diese ersten Jobs haben ja auch so eine bestimmte Qualität. Also ich habe auch so eine Freundin, die kenne ich sozusagen schon aus dieser Zeit. Ist das für Sie, wenn Sie sich jetzt so zurückerinnern, immer noch sozusagen so ein Nukleus, dass Sie sagen, da hat für mich was angefangen. Sie sprechen jetzt perfekt Russisch, haben wir ja mit dem Interview mit Zelensky auch gesehen. Und ist das sozusagen dann der Heimatort? Also Heimat ist Russland für mich nicht, aber es ist auf jeden Fall mein journalistischer Grundstein. Also ich habe in Russland einfach ganz, ganz viel über das gelernt, was Journalismus ausmacht. Ich habe sehr viel auch darüber gelernt, wie internationale Strukturen funktionieren. Also man hatte ja zu der Zeit mit allem zu tun, also mit allen internationalen Organisationen immer wieder, ja, war Russland im Fokus der Weltöffentlichkeit. Und was auch interessant war zu lernen, wie funktioniert so eine Transformation von einem System zum anderen? Das waren ja im Prinzip die Jahre, in denen Russland das erste Mal ja ein Stück weit Freiheit geatmet hat. Aber es war ja auch eigentlich vorbildlos. Also ich erinnere mich an diese Zeit, dass man eben auch, niemand wusste ja, wie das jetzt wohl so geht, dieser Zerfall und dieses wieder neu aufbauen und wohin es treibt. Also es sozusagen das zu lernen, das hat die ganze Welt ja gelernt in der Zeit. Ja, ne? Ja. Und es war eben auch, wir waren unterwegs in Gebieten, in denen war vorher nie ein westlicher Journalist. Ja, also das ist ja auch einfach eine ganz, ganz interessante Herausforderung gewesen, in Orten von Sibirien dann auf einmal anzukommen und mit Bergarbeitern zu reden oder mit Studenten zu reden, die nie vorher Kontakt mit westlichen Journalisten hatten. Also das war wirklich ja Pioniertum im besten Sinne des Wortes. Ja. Wenn man das Land dann so gut kennt, Ina Ruck hat ja auch eben gerade gesagt, unser Russland, und sie hat auch Anführungsstriche dran gemacht und hat aber auch gesagt, unsere Ukraine. Wird es dadurch schwieriger, wenn man eben nicht jetzt wie Sie Krisenreporterin ist und auch wechselt, sondern wenn man da länger bleibt, muss man da aufpassen, dass man sich mit dem Land zu sehr gemein macht oder so oder es zu gut versteht? Gibt es das? Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass man ein Land zu gut verstehen kann. Gerade Russland ist ein so komplexes und vielschichtiges Land mit einer so komplizierten Geschichte.
dass gerade die KorrespondentInnen, und davon ist Ina Ruck sicherlich die herausragendste, die das Land gut kennen, die Sprache kennen, einfach uns eine ganz andere Art von Berichterstattung ermöglichen, ja, und uns ein ganz anderes Bild zeigen, weil wir alle rätseln ja, was passiert denn in Russland, was steckt wirklich dahinter, in welche Richtung wird sich das entwickeln, wer trifft noch die Entscheidungen und was will Wladimir Putin? Ich glaube, dazu bedarf es einer wirklich tiefgreifenden Kenntnis dieses Landes. Und das Gleiche gilt auch für die Ukraine. Ich denke mal, die von uns, die die Ukraine kennen und kannten, denen ist von Anfang an bewusst gewesen, dass dieser Krieg für Russland nicht zu gewinnen ist. Das ist erstaunlich. Ich habe das schon gehört, dass Sie das schon mal gesagt haben. Ich finde es auch nachvollziehbar, dass man sagt, wenn man diese Power, diesen Freiheitswillen mal erlebt hat, Sie waren auf dem Maidan ja auch, Sie haben das also sozusagen von Anfang an begleitet. Man fragt sich natürlich schon, wie kann das sein, dass es dann in Russland nicht angekommen ist? Also, dass Sie das wissen, aber Herr Putin weiß das nicht. Ja, also das ist für mich ein bisschen auch ein Zeichen dafür, wie sehr Putin den Anschluss verloren hat an die Realität, weil wenn es ein Land, ich meine, Russland hat ja viele kleine Länder um sich herum, mit denen es Konflikte gibt. Georgien ist ein Beispiel, wo es ja auch Krieg gegeben hat und wo Russland auch im Prinzip die Westorientierung verhindern wollte. Aber wenn es ein Land unter den vielen kleinen Nachbarstaaten gibt, das Russland immer sehr, sehr hart entgegengetreten ist, wenn es um praktisch die Unabhängigkeit ging, dann ist es die Ukraine gewesen. Also wir haben ja alleine 2004, 2014, zweimal wurde eine russlandfreundliche Regierung von den Menschen gestürzt. Es hat ja im Prinzip zwei Maidans gegeben in diesem Sinn, die Orangene Revolution und dann hinterher das, was man den Euromaidan nannte. Also ich hatte nie einen Zweifel daran und wir waren uns auch in unserem Frauenkreis, unserem Sechserkreis, ziemlich einig darüber, dass die Ukraine bis zum bitteren Ende Widerstand leisten wird. Damit haben Sie ja auch recht behalten. Ich hack jetzt noch mal so ein bisschen drauf rum auf dieser Frage, dass wir ja auch als Gesellschaft lange Zeit, der Politik wird es jetzt auch vorgehalten, sehr russlandfreundlich waren, also einer bestimmten Doktrin eigentlich gefolgt sind. Ja, der Hunde, die bellen, beißen nicht und es ist doch, wir fangen die ein mit Ökonomie. Und jetzt gibt es ja auch, also Gabriele Krone-Schmalz, die ja auch lange Korrespondentin der ARD war in Russland, ist jetzt so ein bisschen in die Schlagzeilen auch geraten, weil sie ist jetzt sozusagen in dieses Putin-Versteher-Eck getrieben worden. Und da habe ich mich eben gefragt, ob es auch einfach ein anderes Russland ist, an das sie sich erinnert. Es wird auch ja die Diskussion jetzt geführt, warum in den neuen Bundesländern so viele mehr Menschen diesen Krieg nicht versteht. Wir kommen jetzt beide aus dem tiefen Westen, von der holländischen Grenze, sind also da ganz anders sozialisiert. Haben Sie dafür Verständnis oder ist es sogar so, dass Sie sagen, da muss man sich verhüten, dass man so in seiner Blase praktisch lebt und dass man so das konserviert, wie das Russlandbild? Oder finden Sie das Quatsch, was ich da gerade sage? Ja, also wenn wir jetzt mal das Beispiel Gabriele Krone-Schmalz nehmen. Gabriele Krone-Schmalz war nie langjährige Korrespondentin in Moskau, sondern war in einer kurzen Periode Korrespondentin in Moskau. Und ich bin immer wieder sehr erstaunt, weil jemand, der mit den Verhältnissen im Lande vertraut ist, kann eigentlich nicht so etwas vertreten, was sie vertritt. Das ist ja schlichtweg einfach basiert ja gar nicht auf Fakten. Das ist ja eine komplette Verdrehung der Realitäten. Man kann sicherlich in der Einschätzung der putinschen Politik und dem Umgang mit diesem Regime zu unterschiedlichen Positionen kommen, indem man sagt, okay, wir haben es hier mit einem totalitären Staat zu tun, aber wir versuchen mit ihm Beziehungen über Wirtschaft, über Diplomatie auf einem Niveau zu halten, dass da ein Ausgleich geschaffen wird und Perspektiven für ein friedliches Miteinander. Dass das Fehleinschätzungen, politischen Fehleinschätzungen unterlegen hat, ist eine Sache, das wissen wir heute. Aber dass Wladimir Putin jemals ein Demokrat gewesen wäre, dass sein Bestreben jemals gewesen wäre, sich dem Westen anzunähern, das ist einfach Unsinn. Und dafür gibt es ja auch Belege. Also wir müssen ja hier einen Unterschied machen zwischen Einschätzungen und Fakten. Und die Faktenlage ist ganz klar. Das war nie Wladimir Putins Bestreben,
Russland zu demokratisieren oder zu reformieren, sondern im Prinzip war es von Anfang an sein Bestreben, einen totalitären Staat zu errichten, diesen totalitären Staat, mit dem wir es heute zu tun haben. Und deswegen habe ich große Schwierigkeiten mit Leuten, die versuchen, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen mit solchen Aussagen, wie das zum Beispiel Frau Krone-Schmalz tut. Ich hadere halt immer noch so damit, dass wir uns sozusagen so lange haben da einlullen lassen, auch als Gesellschaft, und gesagt haben, naja, das wird schon alles irgendwie gut gehen, und jetzt plötzlich irgendwie so umdrehen müssen. Und wir haben eben ja ein sehr gutes Korrespondentennetz. Wir haben ja Leute wie Sie, ihre anderen fünf, ja, mhm. die es irgendwie besser wissen. Und was geht da, ist da schiefgegangen? Das konnten Sie sich nicht... Haben wir ihnen nicht zugehört, die sie das Land gut kennen und darüber berichtet haben? Wollten wir gar nicht so viel Berichterstattung aus diesem Land? Sehen Sie da einen Zusammenhang? Also das kann ich jetzt nicht auf sagen wir mal, eine Linie runterbrechen. Das ist eine vielschichtige Frage. Also erstens mal glaube ich, dass das Interesse der deutschen Öffentlichkeit und generell eigentlich im Westen an Russland relativ gering ist. Also die meisten, zum Beispiel meiner Generation, und ich habe es auch getan, haben in Frankreich studiert oder wollten irgendwie nach Großbritannien oder Amerika. Aber wen hat es schon nach Russland gezogen? Also dieses mangelnde Interesse an dem, was Russland wirklich ist, spielt da sicher hinein. Dann spielt sehr viel Wunschdenken hinein, eben mit diesem großen, mächtigen Land, mit dem man ja auch eine im Prinzip bittere Geschichte teilt. Ja, ich meine, Deutschland hat Russland überfallen. Dass man das Wunschdenken hatte, mit diesem Land auszukommen, mit diesem Land einen Ausgleich zu finden. Was auch eine Atommacht ist, mit dieser Atommacht. Was auch eine Atommacht ist. Also im Prinzip, ja, dieser Wunsch eigentlich nach einer sicheren Welt hat da eine große Rolle gespielt. Dann natürlich auch ökonomische Interessen. Aber nichtsdestotrotz habe ich das immer als großes Problem empfunden, dass diese Stimmen kein Gehör gefunden haben. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir als Journalisten mit dieser Überzeugung groß geworden sind oder dass wir es gelernt haben von der Pike auf, stell die eine Meinung dar, stell die andere Meinung dar. Im Prinzip ist gute Berichterstattung, Perspektiven zu zeigen, und verschiedene Perspektiven führen zu einer guten gemeinsamen Lösung. Wir haben es mit einer anderen Realität und anderen Herausforderungen zu tun, im Prinzip ja schon seit vielen Jahren. Und ich fand das schon während des Beginn dieses Krieges 2014 ein großes Problem, dass man als Journalist auch in Deutschland Schwierigkeiten hatte, hier gegen dieses putinsche Narrativ durchzudringen. Dieses Narrativ, diese Desinformation ist ja mitten in unserer Gesellschaft aufgegangen. Also ich nenne mal ein Beispiel, die Mär davon, dass die NATO Russland in die Ecke gedrängt hätte. Das ist ja totaler Unsinn. Also das basiert ja auf gar keinen Fakten, sondern das ist ein putinsches Narrativ. Oder die Tatsache, dass Russland vom Westen bedroht wird, ja, ist ja auch eines der Narrative, mit denen wir es auch heute noch zu tun haben. Nur mittlerweile, glaube ich, versteht die deutsche Öffentlichkeit etwas besser zwischen Propaganda, Desinformation und Realitäten und Fakten zu unterscheiden. Aber 2014 ist man damit teilweise nicht durchgedrungen. Und alleine in der Wortwahl, fand ich, haben wir schon irgendwie befremdliche Einschätzungen vorgenommen, indem wir zum Beispiel von einem von Russland unterstützten Separatismus in der Ostukraine gesprochen haben. Also das ist ja ein im Prinzip von Russland eingesetzter Separatismus gewesen. Ja, es ist ja im Prinzip wurde die russische Armee in ihrem Krieg von Teilen der Ukrainer unterstützt und nicht ein Teil der Ukrainer von Russland im Kampf gegen Kiew unterstützt. Also diese Dinge, oder auch zum Beispiel von einem Konflikt zu sprechen, als es schon längst ein Krieg war. Mhm. Würden Sie jetzt sagen, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass da eben schon auch diese Social-Media-Strategien am Start waren, also dass diese Unterwanderung, dass das so ein moderner Informationskrieg ist? Also Krieg und Desinformation gehen ja immer miteinander einher, und auch Amerika hat die deutsche Öffentlichkeit belogen, als es um den Einsatz im Irak und den Sturz von Saddam Hussein ging. Also das ist jetzt nicht etwas, was nur Russland tut. Aber Russland hat im Prinzip
relativ früh erkannt, und das ist ja auch Teil der russischen Militärdoktrin schon seit 2010, dass sich Kriege heute nicht mehr nur mit konventionellen Mitteln führen lassen, sondern dass sich Kriege über Desinformation führen lassen, über das Hineingehen in Gesellschaften und dort die Unterstützung von sogenannten Protestgruppen. Also das haben wir ja in vielen Ländern erlebt, nicht nur in der Ukraine, dass dort die Separatisten aufgebaut und groß gemacht wurden. Wir erleben das ja auch in Deutschland. Also die AfD hat ja ganz enge Verbindungen mit Russland. Und wir erleben das auch in Frankreich, dass dort die Rechtsradikalen enge Verbindungen haben. Also das Bestreben Russlands geht natürlich dahin, in der westlichen Welt antiliberale Bewegungen stark zu unterstützen. Und diese Desinformation, die ist sehr lange als Narrativ einfach durchgedrungen, weil es auch hier im Westen Vertreter gegeben hat, wo ich mich heute immer noch frage, warum die das so vertreten haben, die dieses Narrativ wiederholt haben. Und wir neigen ja dazu, ich würde gar nicht nur sagen Politiker, durchaus auch sogenannte Fachleute. Also wir haben ja hier durchaus auch Leute als Fachleute in Fernsehsendungen eingeladen und gesagt, die sind Experten, die waren im Prinzip nichts anderes als Lobbyisten für den Kreml. Und ich finde, man kann hingehen und sagen, man lädt in eine Talkshow verschiedene Meinungen ein, ja, aber dann muss man auch benennen, wer denn diese Leute sind und woher sie kommen. Mhm. Ist das ein journalistisches Versagen dann? Auch. Also, auch. Es ist ganz sicherlich auch ein journalistisches Versagen. Es hat ja Experten gegeben. Es hat ja kluge Stimmen gegeben. Es hat ja Putin-Biografen schon 2000 gegeben, die genau das Bild von Putin gezeichnet haben, der er heute ist. Aber wir haben doch sehr lange es beschönigt und weggeschaut. Die Journalisten, die wirklich was verstehen von dem Land, sind, glaube ich, nicht gut genug durchgedrungen. Mhm. Also mir war im Prinzip schon bei der Machtübernahme Putins klar, dass dieser Mann einen totalitären Staat aufbauen will. Und dafür gab es auch Gründe, dass ich dieser Überzeugung war. Und ich bin damit nicht durchgedrungen und habe sehr, sehr viele Debatten geführt darum. Ich finde es auch wichtig, dass man diese Debatten führt. Also die muss man führen, weil niemand ist im Besitz der, sagen wir mal, der Wahrheit, sondern es ist immer eine Frage von Perspektiven. Ich habe natürlich meine Perspektive aus meinem Hintergrund auf die Situation. Aber ich finde, dass diese Perspektive nicht genug Raum gefunden hat, sondern doch wir sehr oft versucht haben, Dinge beschönigend darzustellen, auch wie wir Russland teilweise dargestellt haben. Ich meine, gerade die 2000er Jahre im Anfang, das war eine Zeit, da haben wir die tollen Wolga-Reportagen gemacht oder sind durch Sibirien gefahren und dieses tolle Land Russland haben die Natur gezeigt und das Spektakuläre. Also das waren die Geschichten, die wir gemacht haben, während die wirklich harten politischen Tatsachen doch sehr, sehr selten beleuchtet wurden. Also das sehe ich schon als Problem. Und es ist wichtig, dass wir Journalisten haben, die etwas verstehen von dem, was sie machen, und dass man auch eine offene Debatte darüber führen kann. Jetzt zahlen wir ja alle unseren Beitragsservice dafür, dass Sie da unabhängig agieren. Sie sind bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, der gut ausgestattet ist. Würden Sie sagen, es ist vor allem für ARD und ZDF eine Aufgabe, wäre es gewesen, da diskursiver zu sein? Also ich glaube, das Nicht-Sehen-Wollen dessen, was in Russland passierte, ist keine Frage von Marktmechanismus, sondern ich habe das ja vorhin erklärt, warum die deutsche Öffentlichkeit Russland so sehen wollte. Und es hätte schon, glaube ich, auch eines harten Bruchs bedurft, diese Position, aufzubrechen. Also die Wahrheit zu zeigen. Ja. Mein Plädoyer geht auch nicht dahin, dass man jetzt einfach zum Beispiel meine Perspektive hätte ungefiltert ins Programm bringen sollen. Aber man hätte einfach mehr Diskussionen darüber führen müssen, einfach auch mehr den Experten mal zuhören sollen. Und
ja, diesen Realitäten eben ins Auge blicken mhm. sollen und auch mal den Mut zu besitzen, gegen den Strom zu bürsten. Also das ist ja etwas, was im Prinzip nicht nur ARD und ZDF betrifft, sondern alle deutschen Medien. Aber wir haben natürlich als öffentlich-rechtliche Sender nochmal einen ganz besonderen Aufklärungsauftrag und einen besonderen Auftrag, genau hinzugucken. Also das ist ja auch der Grund, warum ich beim ZDF arbeite. Und ich denke, das kann ich beim ZDF auch, wenn ich mal jetzt das Gesamtbild sehe. Aber manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass man doch mehr durchdringt und etwas mehr Mut auch zur Kontroverse. Zur Kontroverse hätte, über Dinge zu diskutieren und auch einfach bestimmten Narrativen ja, den Mantel wegzureißen. Also dass wir zum Beispiel bis vor kurzem auch noch mal darüber diskutiert haben, ja, müssen wir denn jetzt auch mal zeigen, was die Ukrainer Böses in diesem Krieg machen, dass die ja auch dort Menschenrechte verletzen. Oder gibt es nicht, es gibt doch die Faschisten in der Ukraine. Ja. Also das finde ich ist einfach nicht, entspricht nicht den Realitäten. Und das ist so ein Impuls, vielleicht ein journalistischer Impuls, ist, wir müssen auch dagegen steuern. Ja? Und wir dürfen nicht zu einseitig sein. Natürlich dürfen wir nicht einseitig sein, aber wir müssen Journalismus mit Haltung machen. Und für mich ist ganz klar, also ich mache Journalismus mit Haltung. In diesem Krieg gibt es nicht Gut und Böse, aber es gibt Täter und Opfer. Und Täter sind die Russen, die die Ukraine überfallen haben, und Opfer sind die Ukrainer, die ihr Land verteidigen. Und ich glaube, es dem Zuschauer vorgaukeln zu wollen, dass es eine scheinbare Objektivität gibt, das ist einfach, entspricht nicht den Realitäten. Mhm. Jeder Blick auf die Realität ist subjektiv. Unser Gehirn ist darauf geeicht, Realität zu interpretieren. Das tut auch jeder Journalist. Man muss es nur nachvollziehbar machen, wieso man zu bestimmten Überzeugungen kommt. Genau, jetzt kommen wir zurück sozusagen zur Kriegs- und Krisenreporterin. Sie sind ja sozusagen das Auge für uns, also für die Heimatredaktion, die vielleicht sagt einerseits, andererseits wäre auch gut, wenn wir dreimal so berichtet haben, müssen wir auch jetzt einmal so berichten, aber natürlich auch für mich. Also Sie waren in Butscha, nicht ich. Ich bin meilenweit davon entfernt, das zu gesehen zu haben, irgendwie, was Sie sehen. Ich stelle mir vor, dass es auch eine Riesenverantwortung ist. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, Sie müssen deswegen gucken, wie objektiv Sie sind oder wie empathisch Sie sind, mit wie viel Emphase Sie das, was Sie gesehen haben, mir ins Wohnzimmer bringen? Ja, das ist auf jeden Fall eine Riesenverantwortung. Und ich stehe auch manchmal da und muss auch dann einfach passen, weil bestimmte Fragen, auf die habe ich auch keine Antwort. Ja? Also ich habe nicht auf alle. Sie wirken aber so, wenn Sie da so stehen mit Ihrer Pudelmutze, dann tut mir das auch total gut, dass Sie so wirken, als hätten Sie Antworten. Ja, ich bemühe mich darum, Antworten in dem limitierten Zusammenhang zu finden oder zu geben, in dem ich agiere. Also wenn wir jetzt mal Butscha nehmen. Mhm. Ich war in Butscha und für mich ist es auch wirklich wichtig, so grauenvoll das war, das da zu sehen. Für mich ist es wichtig, das gesehen zu haben, weil ich kann dann wirklich mit meiner ganzen Überzeugung die Frage, ist das inszeniert, was ja die Russen behauptet haben, deutlich mit Nein beantworten und eigentlich auch ganz klar sagen, dass ich das für extrem zynisch halte, dass wir überhaupt darüber debattieren. Also man muss sich das mal vorstellen, das ist eine Gegend, in der sind die russischen Soldaten gerade abgezogen. Dort herrscht komplettes Chaos. Alles ist zerstört. Dort liegen überall Leichen auf den Straßen. Und das sollen die Ukrainer, ein Land im Krieg, inszeniert haben. Also mal ganz abgesehen davon, dass man sich natürlich fragen muss, sind die Ukrainer bereit, ihre eigenen Leute einfach zu erschießen und auf der Straße zu verstreuen? Das wäre ja rein technisch nicht möglich. Also das würde ja nicht mal Steven Spielberg hinkriegen, ein solches Szenario so weit gefächert herzustellen. Deswegen vor Ort zu sein, sich einen Eindruck zu machen, authentisch über das reden zu können, was passiert, und wirklich mit voller Überzeugung auch dazu zu stehen, dass ich das so und so beurteile, das ist mir sehr wichtig. Ich war sehr beeindruckt davon, wie Anton Hofreiter
hingefahren ist und als jemand anders zurückgekommen ist. Der ist ja, hat ja wirklich eine Wende gemacht, sozusagen von dem Friedenspolitiker, der sagt, wir müssen alles dafür tun, dass kein Krieg ausbricht, und hat dann gesagt, wir brauchen schwere Waffen. Das hat was damit zu tun, dass er da was gesehen hat, was Sie eben jeden Tag sehen. Finden Sie, dass es dann manchmal nicht reicht, dass Sie es mir berichten, sondern dass wir wirklich sozusagen das Verantwortliche dahinfahren müssen? Selenskyj will das ja. Er hat ja auch gesagt, irgendwie Frau Merkel soll mal kommen und sich Butscha angucken. Oder ist das eigentlich eher gefährlich? Also mich hat es eher gegruselt, dass jemand sich dadurch so schnell drehen konnte mit in seinen Überzeugungen, weil ich mich dann frage, ob er sich auch genauso schnell wieder zurückdrehen kann. Wir können ja jetzt nicht Politiker aller Parteien in die Ukraine schicken, die sich da jetzt alle... Ist jetzt ein Gedankenspiel. Ne? Ich halte das, folge jetzt mal diesem Gedankenspiel. Sie können im Fernsehen und Sie können als Journalist niemals das transportieren, was dort ist. Weil ein Bild kann immer nur eine bestimmte Situation zeigen, immer nur einen bestimmten Ausschnitt, und es ist eine sehr, sagen wir mal, eindimensionale Wahrnehmung. Ja, für mich das Allerschlimmste an Butscha und auch an den Massengräbern, die wir in Irpin gesehen haben, sind zum Beispiel die Gerüche. Die Gerüche nach Leichen, die habe ich bis heute in der Nase. Es ist einfach was ganz, ganz schrecklich Bedrückendes. Oder ich kann mich erinnern, als ich nach Charkiw kam und ich gehe durch diese Stadt und gehe in ein Haus rein, gibt es viele so Hinterhofhäuser wie in Berlin, und alles liegt in Trümmern. Und sie gehen dann wirklich mit ihren Schuhen da über zerborstene Rohre, zersplitterte Fenster, dann liegt da irgendwie ein Stofftier, da, sie treten da drüber, es stinkt alles nach Rauch, nach Verbranntem. Das ist einfach ein anderer Eindruck. Und den Zivilisationsbruch, den Russland in der Ukraine begangen hat, kann man, glaube ich, besser nachvollziehen, wenn man ihn mit allen Sinnen wahrnimmt. Und das ist mein Plädoyer jetzt nicht, dass jeder dahin reisen muss, aber ich kann gut nachvollziehen, dass ein Politiker zu einer anderen Überzeugung kommt, wenn er das gesehen hat. Weil das ist eine so unbeschreibliche Zerstörung, auch des zivilen Lebens, der Kultur. Das ist ein Krieg wirklich gegen die Zivilbevölkerung. Wenn Sie dann das sehen, wird das ganze Ausmaß dessen nochmal sehr, sehr deutlich klar. Mhm. Ich habe schon gesagt, Sie sind auch eine Freundin deutlicher Worte. Sie sagen zum Beispiel, es gibt keine vermeintlichen Kriegsverbrechen mehr da. Das ist so ein Begriff, ja, mit dem Sie Journalisten immer so schützen. Vermeintlich ist es der Täter oder so. Sondern das sind Kriegsverbrechen. Sie haben das gesehen. Das haben Sie jetzt gerade nochmal sehr, sehr eindrücklich benannt. Sind Sie da ganz frei, das sozusagen dann auch anders in Ihre Keule zu sprechen? Oder gibt es dann auch schon mal einen Klaps von der Redaktion, die sagt, wir wollen aber bei dem vermeintlich bleiben oder so? Wie autonom sind Sie da? Sie verändern sich ja dadurch, dass Sie da hingehen. Sie setzen sich dem aus und verarbeiten das natürlich auch. Es gibt immer natürlich Ermahnungen und Kritik der Redaktion, und das finde ich auch richtig, weil als Reporter vor Ort ist man einfach manchmal in einem Tunnel. Und ich sehe die Kollegen in den Redaktionen in Mainz als meine Sparringspartner, die dann einfach auch nochmal nachfragen, bist du dir sicher, dass das so ist? Oder die auch nochmal einen kritischen Blick auf Dinge werfen, halte ich für sehr wichtig. Was ich für problematisch halte, wenn es zu, Tabus kommt, dass man bestimmte Dinge nicht sagen darf. Und haben Sie da ein Beispiel? Ich habe Tabus erlebt, ja. Also ich habe Tabus zum Beispiel zu Anfang 2014 erlebt, dass zum Beispiel ich von Krieg nicht reden durfte, als es schon Krieg war. Und das waren gar nicht die Redaktionen, sondern das war der Chefredakteur des ZDF, der das nicht wollte, dass ich das so benenne. Und natürlich hadert man dann auch mit sich selber und stellt sich selber auch in Frage, ist es jetzt richtig, das so zu tun oder nicht. Da gehe ich mittlerweile mit, bin ich da kompromissloser und auch selbstbewusster geworden. Mhm. Also ich würde mir das heute nicht mehr, heute würde ich diese Debatten nicht mehr führen, sondern würde sagen, ich benenne die Dinge, von denen ich überzeugt bin, so wie sie sind. Dabei, wie ich sie gesehen habe. Ja, genau. Und ich begründe das auch. Mhm. Dabei helfen einem natürlich dann auch solche Preise. Also man denkt ja immer, dass Journalisten in, sagen wir mal,
anderen Ländern, wo es keine Pressefreiheit gibt, dass wir die unterstützen, wenn wir denen Preise verleihen. Aber das gilt für uns ganz genauso. Mhm. Es verleiht einem einfach nochmal so ein bisschen Rückgrat. Ja, du kannst diese Art von Journalismus machen und du kannst die Dinge deutlich so benennen, wie sie sind. Natürlich immer mit der reiflichen Überlegung, immer mit der wichtigen Portion Kritik und im Dialog mit der Heimatredaktion. Aber wie gesagt, ich halte nichts von Tabus. Und wir haben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg doch einige Tabus gehabt. Mhm. Also wir sind zum Beispiel wesentlich schneller damit gewesen, Donald Trump als Bösewicht, als politischen Bösewicht oder problematisch zu brandmarken, als wir das mit Wladimir Putin waren. Also ich habe zum Beispiel mal gesagt, in einer Welt, in der Wladimir Putin russischer Präsident ist, können wir nicht sicher leben. Und dazu stehe ich auch. Und das ist so eine der Dinge, ja, wo ich sage, da gehe ich heute mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, mhm, daran. Mhm. Wir haben das Thema Gefahren schon gestreift. Ich würde das gerne auch noch mal ein bisschen ausführen, weil das ja auch ein ganz wichtiger Punkt Ihrer Arbeit ist und der Arbeit, die, wie wir ja gerade erst gemerkt haben, Sie ja auch für mich machen und die für mich dann auch sehr wichtig ist. Ich würde gerne einen kurzen Einspieler zeigen aus einer Reportage, einem Auslandsjournal über die Ukraine. Das ist aus der Frühzeit, ich glaube März oder Mai. Vielleicht können wir den Einspieler kurz sehen. Vor den Augen der Welt wird ein Land zerstört, wird ein Volk gequält. Das ist Völkermord. Ein Eroberungskrieg zerrüttet die Ukraine und bedroht auch unsere Zukunft. Wir kämpfen hier auch für die Freiheit Europas. Als Reporterin im Krieg erlebe ich Angst und Not und den Mut der Menschen, die nicht aufgeben wollen. Wir kehren zurück in unser Hotel. Auch das dient Flüchtlingen und Vertriebenen aus dem Osten als Zwischenstation. In der Lobby treffe ich die junge Mutter aus Dnipro in der Ostukraine. Noch ist es dort ruhig, aber es ist nicht weit bis nach Donetsk und Kharkiv, wo die Lage jetzt sehr gefährlich ist. Und wegen der Kinder haben wir uns entschieden, wegzugehen. Aber dann beendet ihr Sohn Misha das Interview aus gutem Grund. Mama, hör doch mal! Die Sirene. Da müssen wir in den Keller und uns so lange verstecken, bis die Sirene nicht mehr heult. So, das ist jetzt der Keller, in den jetzt alle Gäste des Hotels runtergehen müssen. Ja, das ist jetzt hier mittlerweile für uns Alltag. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können, das nochmal in dieser Form zu erleben, aber die Fliegeralarme nehmen jetzt in ihrer Häufigkeit zu und jetzt müssen wir erstmal hier im Keller bleiben. Ich habe mich ein bisschen auf Sie vorbereitet. Haben Sie gesagt, dass Sie in Kiew zum ersten Mal so einen Luftangriff gehabt haben? Das hat mich erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Ihrer Vorgeschichte, in welchen Kriegen Sie überall schon waren. Das war in Vinica, wo wir zu Anfang des Krieges waren. Ich habe das da zum ersten Mal erlebt, ja. Also, dass es wirklich so organisierten eben Luftalarm gab. Sirenen, die Leute ganz klar dazu aufrufen, in die Schutzkeller zu gehen. Das hatte man uns vorher erklärt im Hotel, wie das funktioniert. Das war der erste oder zweite Tag, dass ich in der Ukraine war, dass ich das erlebt habe. Mhm. Diese Situation war etwas später. Mit dem kleinen Jungen war etwas später, das war in Chmelnytskyi. Da war ich daran schon gewöhnt. Aber ja, so eine Situation habe ich das erste Mal erlebt, weil Krieg ist nicht gleich Krieg. Also Kriege stellen einen Reporter immer vor ganz unterschiedliche Situationen. Also der Krieg zum Beispiel in Afghanistan ist ein Krieg, der ganz anders geführt wurde als der in der Ukraine, wo das große Problem ist, dass die russische Armee vor allem mit Luftangriffen und auch mit Artilleriebeschuss für enorme Zerstörung gesorgt hat und dass ja die einzige Chance für die Menschen dann eben ist, in die Schutzkeller zu gehen. Mhm.
Gut, wir müssen jetzt mal kurz über Ihre Ausrüstung sprechen, weil wir auch ganz froh sind, dass Sie sie mitgebracht haben. Wir haben hier ja den Helm und das ist eben Ihre schusssichere Weste, Bocke schwer, steht Ihr Name drauf. Mhm. Und Sie haben eine Ausbildung gemacht, damit Sie heil wieder nach Hause kommen. Wie lang war die und was haben Sie da gelernt? Das ist schon sehr lange her, das weiß ich gar nicht, wie lange die war, aber ich glaube, das war mindestens eine Woche. Da ging es eben darum, dass man lernt, was passiert eigentlich in einem Krieg. Also, dass man zum Beispiel gezeigt bekommt, wenn hier 50 Gramm Sprengstoff explodieren, passiert das. Wenn es 500 Gramm sind, passiert das. Was machst du eigentlich, wenn du beschossen wirst? Ja? Also wie verhältst du dich dann? Oder solche Fragen, dass zum Beispiel Kriegsgebiete, und das ist auch in der Ukraine ein Riesenproblem, fast immer vermint sind. Mhm. Also man darf sich zum Beispiel nie auf weichem Boden bewegen. So eine Schutzweste bietet nur beschränkt Schutz. Also wenn Sie jetzt mit einem Auto auf eine Sprengfalle fahren, ja, und das fliegt in die Luft, dann bietet das vielleicht Schutz gegen die Teile, die dann durch die Gegend fliegen. Mhm. Und das bietet begrenzt auch Schutz gegen Beschuss, aber nicht gegen jede Form von Problemen, die einem in einem Kriegsgebiet begegnen können. Ich denke, so eine Ausbildung, das haben wir im Prinzip erst begonnen nach den Erfahrungen im Golfkrieg. Also ich kann mich erinnern, als junge Journalistin, der erste Krieg, den ich erlebt habe, war der Krieg in Tschetschenien. Da wusste keiner von uns, was ihn da wirklich erwartet und wie er sich da verhält. Also das ist sehr wichtig, dass man sich als Journalist damit auseinandersetzt, weil einerseits braucht man eine Menge Respekt vor der Gefahr, den hatte ich schon immer, aber Wissen hilft eben auch, weil man tendiert manchmal dazu, das Falsche zu machen. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn man jetzt beschossen wird, ja, dann ist die automatische Reaktion des Menschen eigentlich erstmal Flucht, wegrennen. Mhm. Ja. Das ist genau das Falsche, weil man muss sich eigentlich flach auf den Boden legen, weil die meisten Schützen schießen nicht vom Boden aus, sondern zumindest mal von der Position. Okay. Also die Gefahr, wenn man sich flach auf dem Boden liegt, dann von einer Kugel getroffen zu werden, ist einfach geringer, außer derjenige würde jetzt von oben auf die Menge draufschießen, was im Kriegsgebiet eher selten der Fall. Mhm. Also das sind so Beispiele, wo einfach Wissen um das, den Umgang mit Waffen einem hilft oder dass man, das lernt man in der Ukraine auch sehr schnell, eingehendes Feuer von ausgehendem Feuer unterscheiden lernt. Also das weiß jeder Ukraine, wie sich's anhört, wenn Artillerie rausschießt oder reingeschossen wird. Ne? Das sind so Sachen. Ja, es gibt ja auch immer so einen Mediziner in so einem Team, habe ich gelesen. Genau. Das sind Sie aber nicht, das haben Sie nicht. Das, also jeder von uns macht alle 2 Jahre einen medizinischen Kurs. Das geht weit über das, was man jetzt als Erste Hilfe, als Autofahrer macht. Bauchschuss nehmen? Also, das war vor Jahren mal sehr kompliziert. Da hat man alles Mögliche gelernt, wie man dies, das und jenes macht. Mittlerweile gibt es ein ziemlich gutes 5-Punkte-System, wo auch wirklich jeder Laie auch unter Stress, denn das muss man auch berücksichtigen, man hat dann nicht mehr Zeit darüber nachzudenken, ach, wie war das nochmal mit der stabilen Seitenlage, lege ich den jetzt so oder so oder was mache ich da? Nee, das ist ein sehr simples Prinzip, das auch ganz klar darauf zugeschnitten ist, was man auch in einem Kriegsgebiet vorfindet. Ja, man hat ja da oft nicht ein Krankenhaus in der Nähe. Also das erste Prinzip ist, dass man zum Beispiel erstmal alle Blutungen stillt. Also es gibt sogenannte Tourniquets, das sind, muss man sich vorstellen, wie so ein Gürtel, den man jetzt zuschraubt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege eine Armwunde hätte oder wäre auf eine Mine getreten und ihm wäre das Bein abgerissen, dann macht man einfach alles zu. Das hat man früher gesagt, das macht man besser nicht, weil das ist, dann kann das Gliedmaß absterben oder so. Nee, das ist mittlerweile das Mittel der Wahl, um Leben zu retten. Und das kann man auch über 2 Stunden dran lassen, sogar noch länger. Und das sind einfach so Sachen, die sind auch für Journalisten, die ja medizinische Laien sind, dann nachvollziehbar. Und wir haben auch so eine Grundausrüstung, jeder in einem kleinen Rucksack dabei, also so ein Tourniquet hat jeder dabei. Wir haben auch immer einen großen Medizinrucksack dabei, ja, was weiß ich, wenn zum Beispiel jemand jetzt einen Schock erleidet, dass man dann den in eine Decke hüllen kann, da haben wir solche Sachen dabei.
Ich habe es noch nie Das wäre meine nächste müssen. Frage. Sie haben es noch nicht anwenden müssen. Nein, ich habe es noch nie anwenden müssen. Mhm. Also ich glaube, das Schlimmste, was mal passiert war, dass irgendein Afghane sich in unserem Auto den Finger gequetscht hat. Und das haben wir dann direkt ausgenutzt, um ihn zu verarzten. Aber nein, also einen schweren Unfall habe ich zum Glück noch nie erlebt und auch noch keine schweren Verletzungen in unserem Team. Caroline Emke hat mal gesagt, die Redaktion des Spiegel, für den sie ja damals auch dann gearbeitet hat und auch in Kriegs- und Krisengebiete gefahren ist, habe sie einmal zurückgeholt, weil sie das Gefühl hatten, dass sie die Gefahr nicht, man sich so an die Gefahr gewöhnt und sie deswegen mutiger ist, als das zu Hause gerne gesehen worden wäre. Können Sie das nachvollziehen? Glauben Sie, dass es wichtig ist, dass man eben auch mal länger wieder zurückkehrt und wieder dann erschrocken ist über das, was man sieht? Ich glaube, dass man nicht zu lange in einem Kriegsgebiet sich aufhalten sollte. Nicht, weil man sich an die Gefahr gewöhnt. Also ich habe mich nie an die Gefahr gewöhnt. Ich glaube, da kann man sich auch gar nicht dran gewöhnen. Das ist immer wieder jeden Tag schrecklich, das zu erleben. Man ist irgendwann müde und erschöpft und das ist das Problem, weil man ja permanent unter Druck ist, permanent eigentlich nur noch ja, über Adrenalin funktioniert. Und ich würde sagen, nach einer gewissen Zeit wird man dann unaufmerksamer. Und das ist das Problem und okay. Das Risiko. Nicht, dass man sich man kann sich nicht an Krieg gewöhnen. Als Sie nominiert worden sind für den Deutschen Fernsehpreis, den wir hier noch nicht stehen haben, weil Sie den noch gar nicht bekommen haben, da waren Sie ja im Einsatz, als die Verleihung war, da hat es dann auch einen kleinen Aufschrei gegeben, weil Paul Ronsheimer von Bild TV nicht nominiert worden ist und weil viele gesagt haben, das ist irgendwie auch eine Art der Kriegs- und Krisenberichterstattung, der ist sehr früh da gewesen, er ist sehr straight unterwegs und sehr mutig und sie haben ihm dann bei Twitter geschrieben, danke lieber Paul für deine Glückwünsche zur Nominierung, du weißt, ich schätze deine Kollegialität und deine Arbeit. Wären Sie lieber mit ihm nominiert gewesen, um diese Bandbreite auch dessen, was er als Reporter sozusagen so darstellt, damit auch in Konkurrenz gewesen zu sein? Also das ist, fällt mir jetzt schwer, etwas zu der Entscheidung der Jury zu sagen. Außer, weil dass ich richtig war. Natürlich, also am Ende also des Tages. Ich bin halt diejenige, die dann den Preis entgegennimmt, aber ich nehme den für mein Team entgegen. Und ich habe ihn in diesem Fall auch ein Stück weit für die Kollegen, für die vielen Kollegen, die in der Ukraine ihr Leben riskieren, sich auch sehr, sehr unschönen Situationen immer wieder aussetzen, entgegengenommen. Und das betrifft viele, das betrifft nicht nur mich. Und ich finde das sehr schade, dass wir da anfangen, so einen Zwei-Klassen-Journalismus aufzumachen. Ja? Also sicherlich berichtet Paul Ronsheimer für die Bild-Zeitung anders, als ich das fürs ZDF tue. Ja? Also ich habe ja selber mal für einen Privatsender, für RTL gearbeitet und da muss man wesentlich mehr verkürzen, viel emotionaler sein. Deswegen bin ich da auch irgendwann wieder weggegangen, weil ich möchte diese Art von Journalismus nicht machen. Also ich sehe mich sehr als öffentlich-rechtliche Journalistin. Aber Paul Ronsheimer macht ordentlichen Journalismus. Also er überspitzt die Dinge sicherlich, aber er war zum richtigen Zeitpunkt dort, wo man sein musste. Er hat im Prinzip die Situation so gezeigt, wie sie ist. Also er hat ja nicht irgendetwas erfunden. Und er hat dabei viel Mut bewiesen und er hat auch sehr gute Kontakte und versteht auch viel von der Ukraine. Und deswegen kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum, wenn man sagt, man nominiert jetzt ganz gezielt Reporter, die in der Ukraine gute Leistungen gebracht haben, warum man dann einen Reporter nur, weil er bei der Bild-Zeitung ist und das unterstellt Paul der Jury, dann nicht mitnominiert. Also warum hat man ihn nicht mit dazu nehmen können? Diese Frage stellt er und für mich ist er einer der Guten. Mhm. Ja, das wollte ich jetzt mal von Ihnen hören. Weil er ist übrigens auch, also was zum Beispiel bei Kriegsreportern und Krisenreportern unglaublich wichtig ist, ist, wie man sich miteinander verhält. Ja? Also es ist ganz schlimm, wenn Journalisten in solchen Ausnahmesituationen anfangen, Konkurrenz gegeneinander aufzubauen, sich gegenseitig zu behindern. Und es gibt eben Kollegen, die sind sehr kollegial,
Und es gibt eben Kollegen, die sind das weniger. Und ich kann ganz klar sagen, dass Paul Ronsheimer einer der Kollegen ist, der zu den Kollegialen gehört. Mhm. Ja, das haben Sie ja auch so geschrieben, das habe ich daraus irgendwie auch gelesen. Konkurrenz ist ja etwas, was im Journalismus auch nicht selten vorkommt. Und es geht oft auch um das erste Bild oder das beste Bild. Natürlich wollen wir alle die beste Geschichte haben und wollen die Geschichte als erste. Aber es gibt, also was ich für falsch halte, ist der Glaube, dass weil der andere schlechter ist oder etwas nicht hat, dass ich dann besser bin. Mhm. Ich bin gut, weil ich meine eigenen Zugänge zu Geschichten habe. Und man kann diese Zugänge auch manchmal teilen. Warum denn nicht? Ja, klar. Gerade draußen im Feld, vermute ich, ist es besonders schlau, das zu machen. Mhm. Sie werden häufig eingeladen, auch in ZDF-Talkshows bei Markus Lanz oder auch bei Maybrit Illner und sitzen dann mit Politikern, anderen Experten zusammen am Tisch und politisieren, wie mein Vater gesagt hätte. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch darüber geredet, was Ihre spezielle Perspektive ist, dass Sie reportieren, dass Sie eine Anschauung haben, die Sie mehr vermitteln können, dass Sie filtern, dass Sie abwägen, aber dass Sie natürlich ein politisch denkender Mensch sind. Ist das für Sie manchmal schwierig, da zu agieren? Also ich finde die Perspektive schon wichtig, dass wir die einbringen, auch in solche Talkshows und ja im Prinzip eine Mischung haben auf der einen Seite aus den politisch Verantwortlichen, die ja im Prinzip die Lösungen finden müssen oder agieren müssen, den Experten, also ich sehe mich jetzt nicht als Expertin, sondern ich bin Journalistin. Mhm. Also wir haben ja auch oft Politiker werden da eingeladen. Genau, gute Militärexperten, wo ich auch manchmal mit Interesse höre, wie die Situationen einschätzen. Aber ja, das ist natürlich, dort kann ich nochmal Positionen vertreten, die ich natürlich in meiner Funktion als Reporterin nicht so vertreten kann. Also Sie gehen da nicht als Reporterin hin, sondern Sie gehen dann da als Katrin Eigendorf hin? Ja, also sicherlich eher, als ich das tue, wenn ich fürs ZDF, für die Heute oder fürs Auslandsjournal oder so. Es ist einfach ein anderes Format. Haben Sie einen politischen Beruf? Ist das politisch? Alles ist politisch. Ach, das haben Sie sich jetzt aus der Affäre gezogen. Nein, also ich führe diese Debatte, haben wir ganz stark in unserer Familie geführt, weil mein Mann ist auch Journalist und unsere Tochter ist Künstlerin, Sängerin und hat eigentlich immer gesagt, ich interessiere mich nicht für Politik. Und das ist ja auch kein Wunder mit zwei Eltern, die beide Journalisten sind und immer über Politik reden. Ich finde Politik jetzt nicht interessant. Und dann sage ich immer, alles ist Politik. Das Problem ist, dass unsere Generation und vielleicht Ihre Generation nochmal im ganz Besonderen diesem Irrglauben verfallen konnte, weil wir viele Dinge als selbstverständlich genommen haben. Aber wir sehen jetzt, dass auch unser Leben von Politik beeinflusst ist. Und das habe ich eigentlich immer versucht, meiner Tochter klarzumachen, dass wir nicht isoliert leben, sondern in den Zusammenhängen, in denen die Welt existiert. Ja, und das sind politische Zusammenhänge, auch unsere eigene Perspektive und unser eigenes Glück liegt. Ja, also die Tatsache zum Beispiel, dass wir als Frauen hier über bestimmte Rechte verfügen, ist Politik. Wir sind jetzt nicht mehr dazu gekommen, über Afghanistan zu reden, wo Sie ja auch noch mal waren, bevor Sie dann in die Ukraine gereist sind. Und ich danke Ihnen für diese vielen Einsichten und wünsche Ihnen dann jetzt erstmal einen schönen Urlaub. Sie haben mir erzählt, Sie machen jetzt auch mal ein bisschen Pause und dann geht es im Januar wieder los. Vielen, vielen Dank, Katrin Eigendorf. Dankeschön.